06 TV wird Ihnen präsentiert von den LVM-Versicherungsagenturen Paul Everding und Manuel Pieper. Marc Lorenz, du sagst es gerade schon, du hast keine Stimme mehr, hast aber glaube ich auch 27 Mal geschrien, das sind die schönsten Siege von der Sachs hier, gerne noch einmal. Ja, es ist einfach so, es sind die schönsten Siege, gerade auswärts gibt es eigentlich keinen Schönheitspreis zu gewinnen. Wir müssen einfach kompakt stehen, unsere Chancen irgendwann nutzen. Ich denke, die Qualität hat sich heute auch irgendwann wieder durchgesetzt. Max uns überragend im Spiel gehalten in der zweiten Halbzeit. Aber nach hinten raus muss man echt sagen, das ganze Team überragend verteidigt das Ding. Müssen vielleicht wirklich am Ende den Sack zumachen mit dem zweiten, aber nochmal, so gewinnt man die Spiele dreckig auswärts und da gibt es auch drei Punkte für. Du sagst es, man muss ja nicht jedes Spiel mit einem Schönheitspreis gewinnen. Manchmal geht es auch einfach nicht anders, als es, wie es heute daneben war. Ja, auf jeden Fall. Man weiß selber, wie eklig das hier ist. Ich glaube, die letzten Jahre wurde hier nicht viel geholt an Punkten und einfach wieder ein großes Kompliment an die Fans hinterm Tor. Uns die ganze Zeit nach vorne gepeitscht. Das ist halt immer geil, wenn du solche Jungs, Mädels da auswärts dabei hast, die dich so unterstützen. Und es ist einfach schön, wenn man die dann mit so einem 1-0 mit nach Hause schicken kann. Wahrscheinlich auch Spiele, die euren Teamgeist dann schon echt nochmal zusammen pushen, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich denke, heute war vor allem wichtig, dass die Null steht gegen so einen Gegner, dass man sieht, dass wir wirklich zu Null spielen können, dass alle zusammen verteidigen können. Und ja, klar, wenn es gut läuft, machen wir vielleicht nachher noch den zweiten, aber kriegen vielleicht auch einen, man braucht ein bisschen Glück in den Spielen, aber ja, es war einfach wunderschön und jetzt fahren wir mit einem super Gefühl nach Hause und freuen uns schon auf Freitag. Sascha Hildmann, Nerven hat es gekostet, aber du stehst hier strahlend, von daher ausnahmsweise in Wiesenbrück. Alles gut. Ja, ich war das erwartet harte Spiel. Ich bin sehr froh, dass wir das Spiel gewonnen haben, weil hier ist es echt schwer. Fußballerisch, das Niveau, glaube ich, war nicht wirklich hoch, weil eben viel gekämpft wird, viel geackert, viel zweite Bälle. Ich glaube, wir waren gerade in der ersten Hälfte in dieser Phase nach 5-10 Minuten gut drin, hatten dann auch die reifere Spielanlage und haben uns dann auch mit dem Tor belohnt. Die zweite Hälfte war es dann, wussten wir, dass da schon ein bisschen was kommt. Ich war sehr froh, dass uns Max da im Spiel gehalten hat, als wir direkt am Anfang, wo die alleine aufs Tor laufen, wo es sehr, sehr stark abseitsverdächtig war. Max hält uns da am Leben und dann hinten raus war es ein reiner Kampf, eine Schlacht. Kannst natürlich den Konter noch fahren, aber hey, so Spiele gehören dazu und die sind eminent wichtig für die Moral für alle. Und wir haben es 1-0 gewonnen und das ist einfach schön. Und ich freue mich total für unsere Fans, die mitgereist sind. Auch wenn es fußballerisch nicht so schönste Spiel war, aber es war erfolgreich. Du sprichst es gerade an, so Spiele gehören in der Saison dann einfach dazu. Und wenn drei Punkte unterm Strich stehen, so ist es. What care? Und ich weiß schon, dass auch hier einige Mannschaften verlieren werden. Und deshalb bin ich sehr froh, dass wir für Preußen einen Sieg hier eingefahren haben, das schon sehr, sehr lange her ist, dass wir hier gewonnen haben. Und deshalb haben wir diesen Fluch jetzt auch mal besiegt und haben heute gewonnen. Danke. Marc Schulze News, wir haben es schon gesagt, in Wiedenbrück ist es nie leicht, aber heute habt ihr die drei Punkte eingesackt. Was war aus deiner Sicht dann eben der Schlüssel, dass es geklappt hat? Ja, ich glaube, wir sind erstmal sehr glücklich, dass wir die drei Punkte geholt haben. Ich glaube, es war ja insgesamt eine kämpferisch gute Leistung, auch spielerisch war es, denke ich, in Ordnung gegen den erwartet schweren Gegner. Ja, wir haben das Tor gemacht, das 1-0, das hatten wir uns vorgenommen und dann haben wir kein Gegentor bekommen, haben richtig gut verteidigt, sauber verteidigt und gehen jetzt als verdienter Sieger vom Platz, denke ich. Du sagst, es ist kein Gegentor bekommen, da hast du heute wieder mal maßgeblichen Anteil dran. Ich meine, die zweite Halbzeit war wie viele Sekunden alt? 15, da steht er schon alleine vor dir. Ja, ich glaube, dafür bin ich da, wenn dann mal einer durchbricht. Ich glaube, ansonsten gab es keinen weiteren Torschuss. Den einen habe ich dann gehalten, der kam. Ansonsten, glaube ich, haben wir es wirklich richtig gut wegverteidigt. Sehr, sehr wenig zugelassen. Gegen doch auch recht offensiven Gegner, muss ich sagen. Also Wiedenbrück hat sich aus meiner Sicht nicht nur hinten reingestellt, sondern hat auch versucht, offensiv uns zu attackieren, uns unter Druck zu setzen. Aber ich glaube, wir haben immer irgendwie eine Lösung gefunden, gut dagegen gehalten. Und von daher bin ich sehr, sehr glücklich, dass wir 1-0 gewonnen haben. Wenn ihr dann gleich zu Hause seid, dann geht es wahrscheinlich auch für dich aufs Sofa und nochmal Fußball gucken, oder? Ja, genau. Ich werde mir natürlich das Finale heute Abend angucken. Ich habe die letzten Spiele auch schon verfolgt. Habe da sehr, sehr gute Leistungen unserer deutschen Mannschaft gesehen. Von daher freue ich mich auf das Finale und drücke natürlich die Daumen, dass wir den Titel auch holen.